Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter, dem dazu passenden Video hier am Strand von Maspalomas heute am 1. März 2024. Es ist genau jetzt 7.57 Uhr und wir haben 18 Grad. Wir haben leichten Wind oder ja, nicht heftigen, aber er bläst schon ganz schön. Und wie sieht es hier aus am Strand? Was ist passiert? Was ist mit den Liegen? Hat man sie wieder aufgebaut? Ja, teilweise. Also nur hier vorne die ersten 10 Reihen hier, aber weiter hinten stehen die immer noch aufeinander, übereinander. Und ich schaue jetzt mal weiter hinten, da ist Bewegung, da ist der Radlader auf jeden Fall zu sehen. Ich nehme an, es werden jetzt die Teilstücke planiert, so dass man die Liegen wieder vernünftig aneinander oder aufstellen kann. Aber da wir immer noch Wind haben, glaube ich nicht, dass das ja, das Ende bedeutet. Ja, es ist nicht gemütlich, muss ich sagen. Nein, mit dem Wind ist es, ich würde sagen, eher ungemütlich. So, dann machen wir gleich das Wetter. Und zwar für den heutigen ersten Tag im März. 7.25 Uhr war Sonnenaufgang, 19.02 Uhr ist Sonnenuntergang. 10.23 Uhr ist Niedrigwasser, wir haben also ablaufendes Wasser jetzt am Strand. Und 16.29 Uhr ist Hochwasser. Tiefstwerte haben wir 16 Grad, Höchstwerte werden heute wieder zwischen 24 und 26 Grad erwartet. Offiziell heißt es heute etwas kühler wie gestern, aber gestern war es ja doch ganz schön warm. Freitag heute Leuchtturm Faro, 16 Uhr, wer möchte, kann gerne mit dazukommen, dabei sein. Mit und ohne Kamera. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Und jetzt zu gestern. Es war ja mal wieder Lucky-Treff. Und unser singender Pastor Rolf war da und hat richtig Stimmung gemacht. Und das Ganze könnt ihr bei Conny Canaria sehen. Ich habe es gestern nicht gefilmt, aber es war richtig schön, lustig und es hat den Menschen Spaß gemacht. Es waren viele Gäste da. Wir haben uns gut unterhalten. Ja, und es geht weiter. Er ist ja noch ein bisschen hier, der Rolf, unser singender Pastor aus der Schweiz, aus dem Wallis. Wir hatten gestern auch viele Schweizer Gäste. Also gute Laune, Musik, Stimmung, Tanz. Sonntag und Montag ist geschlossen, ansonsten könnt ihr gerne beim Lucky vorbeischauen in der Sandia. Lucky geschrieben mit Doppel-G in der La Sandia, die Larifari-Bar in der oberen Etage. Ganz einfach zu finden. Ja, wir waren gestern ja essen. Geplant Arinaga, aber durch den Wind Planänderung, also Argenegin. Wo geht man in Argenegin essen? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber eine Alternative oder eine Option ist der Hafen, die Cofratia. Die Cofratia de Pescadores, das ist die Gemeinschaft der Fischergemeinschaft. Oder die Richtung ist gar nicht gut, da ist Wind. Ich gehe noch ein bisschen hier runter. Also sind wir da in die Cofratia und haben dann zu viert mehrere Tapas gegessen und ein Hauptgericht. Das kann man da machen, da kann man sich das teilen. Und ja, ich mache euch schon ein bisschen Appetit. Es war eine herrliche Seezunge. Und mit den Tapas war das ausreichend für vier Personen. Wir sind alle gut satt geworden. Und was es da zu berichten gibt und wie das ausgesehen hat, das könnt ihr morgen früh sehen. Das Video mache ich im Laufe des Tages fertig. Und dann könnt ihr euch das morgen früh ansehen. Für die, die Lust haben, ganz klar. Und deswegen packe ich es nicht jetzt mit dazu. Das ist das Wetter. Heute Mittag die Realität.
Ja, und dann wurde ich angesprochen von Gästen aus der Schweiz, die selber schon in Singapur waren, am Flughafen das gesehen haben, und andere Gäste, die dann in Vietnam waren. Also da ist schon, ja, viel weitgereiste Menschen unterwegs. Und hier haben wir ihn wieder, unseren kleinen Silberreiher, Seidenreiher, glaube ich, ja. Ja, als ob er jetzt auf mich zukommen wollte. Ja, die gestrige Veranstaltung, das ist ja alles kurzfristig so geplant worden. Der Rolf, der war ja auch schon vor einem Jahr hier. Und ja, wie gesagt, es ist ein Erlebnis. Und bei der Conny gibt es auch so ein ganz kleines Interview. Ich weiß nicht, ob das aufgenommen wurde. So, wir schauen mal hier Richtung Hotel gleich. Und viele Diskussionen auch in der Presse und bei den Gästen wegen dem Sand, wegen der Sandverwehung in Playa de Ingles, dass man da nicht vernünftig laufen kann. So, Thermometer zeigt hier 19 Grad an. Ich mache jetzt hier das Wetter in Kurzform. Und dann hoffe ich auch mal, dass wir ein bisschen Sonne abkriegen. So, hier gibt es auch Sand zwischen den Steinen hier. Bei Hochwasser ist das sehr interessant. Aber jetzt auch mal schön anzusehen hier. Ja, man sollte nur nicht leichtsinnig sein hier mit den Steinen. Ich habe jetzt keine Schuhe an. Ja, das war nicht die beste Idee heute Morgen. Ich hoffe ja immer noch auf ein bisschen Sonne. Ja, in Vorbereitung habe ich ja für diesen Monat so eine kleine Serie, wo es da eben heißt, Langzeiturlaub überwintern oder auswandern, zu diesem Themenbereich, denn es kommen da die meisten Fragen, sei es freitags am Faro, beziehungsweise auch in den Kommentaren. Ich sehe alle Kommentare, nicht nur die auf die neuen Videos. Und
da besteht doch viel Interesse und da versuche ich zeitnah jetzt das zu realisieren. Ich habe es auch schon mal kurz angesprochen, die Themen, zum Beispiel Mietvertrag oder Auto, anmelden, ummelden, steuern, Steuerrepräsentanz und was eben dann doch so wichtig ist, wenn man längere Zeit hier ist oder ganz bleibt. Dass ich dazwischen dann auch immer mal was ändern kann, zum Beispiel bei den Kommissionen, wenn man was mietet oder kauft, werde ich anklingen lassen. Also das ist immer der Stand von dem Zeitpunkt jetzt, März 2024. Diese Information bereite ich so vor, dass ich dann auch einen schönen Hintergrund habe. Ich setze mich also nicht in irgendein Büro und werde dann mich filmen beim Erzählen, nein, sondern da ist dann auch immer das passende Video zur Information. Ein Punkt, der gehört auch mit dazu, wenn man mal hier lebt, hier wohnt. Ja, und dann gibt es dann eventuell mal Streitigkeiten. Wie man damit umgehen sollte, was man machen sollte, ob es die gleiche Reaktion ist wie in Deutschland oder woanders, das bleibt abzuwarten. Ich werde euch einen Fall schildern, den ich miterlebt habe und der sich schon über Jahre hinzieht. Aber dazu mehr dann in dem speziellen Video. Ihr werdet es erkennen. Thema Spezial, Auswandern, Überwintern, Langzeiturlaub. Thema Streitigkeiten. Das ist nicht die Regel, aber es kann eben mal passieren. Ja, der Wind kommt und deswegen bin ich auch vorsichtig gewesen mit dieser Richtung, Richtung Dünen. Ich bin mir noch nicht sicher, dass das vorbei ist. Ja, das ist jetzt heute wieder so ein Tag, wo ich sage, ja, Plan B müsste ran. Und der Plan B ist ja ein Reiseleiter, ein Reiseführer, den die Antje jetzt zusammengestellt hat. Und hier, schaut euch an, ganz nah. Nein, das ist nicht der Einfüßige. Ja, warten wir es ab, was da noch auf uns zukommt mit dem Wetter. Die Frage kam gestern auch beim Treffen. Ja, wenn ich dann unterwegs bin, ob ich denn da auch mal ein bisschen was zeige davon. Aber selbstverständlich doch. Und ihr werdet hier auch auf eure Kosten kommen, denn ich habe was vorbereitet. Unter anderem ja die Serie und ja, der Ralf kommt und der kommt morgen an und da wird es dann auch das ein oder andere Wettervideo geben und vielleicht noch mal so ein Highlight mit der Drohne. Und dafür ist es wichtig, dass es keinen Wind hat. Ja, das ist nicht gemütlich heute. Nein, muss ich sagen. Ja, jetzt wäre das Thema für Plan B. Was macht man? Einfach in den Bus setzen, nach Las Palmas fahren. So, wir schauen aber nochmal hier Richtung Liegestuhl rein. So sieht das aus, die sind also zusammengestellt. Und dann der Blick hier in die Berge. Und ich sage jetzt ganz einfach,
Mir ist es jetzt hier ein bisschen zu frisch. Und dann nehme ich euch ganz einfach. Und wenn der Sand jetzt hier wieder weht oder wenn es ein bisschen mehr wird, dann fliegt der Sand wieder. Und da möchte ich nicht nochmal dabei sein. Hat mir schon gestern Nachmittag gereicht. In der Nähe vom Rio Palace. So, und deswegen nehme ich euch dann noch ein bisschen mit. Wetter unterwegs Richtung Campo International. Ja, ein bisschen mehr Wind und dann ist schon wieder hier der fliegende Sand. So, die ersten Reihen hier, ja, das ist für die, die jetzt hier bei dem Wind liegen möchten. Es werden nicht so viele sein. Wir schauen noch mal hoch, haben sie das planiert hier? Ja, mehr oder weniger glatt ist das schon hier, der Untergrund. Aber viel, viel ist hier nicht passiert, nein. So, ich schlage jetzt auch wieder die Kehrtwende ein. 19 Grad, ja, das ist wohl eine angenehme Temperatur, wenn man nicht direkt am Wasser unten ist. Auch die Frage gestern, wir möchten gerne mal ins Hotel Rio Palace Oasis. Da gibt es auch Videos davon. Da könnt ihr euch das alles ansehen. Den Garten, die Hotels, die Zimmer, Restaurant, auch bei Balkone Canarias. So, ich mache jetzt eine kurze Pause und dann geht es auch gleich weiter. Das mit der Sonne, das funktioniert jetzt heute Morgen jedenfalls noch nicht. Aber es macht nichts, denn ich nehme an, Mittag wird sie scheinen. Und ich bin ja bald wieder am Strand. So, jetzt hier zurück mit Gegenwind. Erschwerte Bedingungen. Die Charka hat schon ganz schöne kleine Wellen hier. Ja, auch eindrucksvoll mit den Wolken jetzt, die Bilder, die man hier sieht. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie kalt es da oben in den Bergen ist, aber ich schätze mal so zwischen 0 und 3 Grad an den höchsten Stellen der Insel. Vielleicht ist ja jemand unterwegs und kann berichten. Mal schauen, was Bärbel und Mario heute vorhaben. Ja, hier soll der schöne, große, öffentliche Park entstehen. Hier links von mir. Hier auf dieser Seite.
So, und das ist immer noch hier Charka, beziehungsweise der Zulauf vom Barranco zur Charka. Und nun geht es hier ein bisschen den Berg nach oben und dann hat man noch mal einen schönen Blick so hier über den Barranco. Traumhaft schön jetzt hier die Bergwelt. So, und damit möchte ich mich dann auch verabschieden und sage, da scheint die Sonne da oben. Oberhalb von Monte Leone. Ich sage dann hasta luego, macht's gut, vielleicht sehen wir uns später am Faro, wenn nicht, andere Stelle, gleiche Welle. Hasta luego. Hallo zusammen, ja, ein Spezial, ganz speziell, und zwar Harry Spezial. Heute geht es um die 360-Grad-Videos. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das eigentlich angucken? Ich kriege das nicht hin mit dem Scrollen, mit dem Hin- und Herbewegen. Und das möchte ich euch an dieser Stelle einfach mal erklären, zeigen. So ein bisschen hier in diesem kleinen Video. Man kann unter anderem hier jetzt an dem Rädchen die Qualität umstellen. Das habt ihr gerade gesehen. Dann gibt es links oben in der Ecke so eine Art Joystick. Kann man auch mit der Maus drauf gehen und sich frei auf dem Bild bewegen. Und im Prinzip wird man dann immer mit dieser Maus ja vor und zurück, nach oben, nach unten. Die Kamera sitzt jetzt hier bei unserem Harry oben auf dem Helm und wird somit also genau in Blickrichtung geführt. Allerdings ja, kann man sich die Blickrichtung aussuchen. Man kann das Bild auch anhalten und dann einfach ja sich hin und her bewegen, wie ihr hier gerade auf dem Video seht. Ich bewege also die Maus eigentlich nur ein Stückchen hin und her, schieb sie nach oben, schieb sie nach unten. Und das funktioniert natürlich auch hier bei unserem Faro, ganz klar. Das ist auch eine Aufnahme mit der 360-Grad-Kamera. Da kann man dann auch sich so ein bisschen hin und her bewegen, im Kreis drehen. Und wie gesagt, die Qualität, die müsst ihr euch dann selber einstellen. Ich habe das jetzt hier auf eine relativ geringe Qualität, damit man da das Video hier auch vernünftig sehen kann. Mit der Maus anhalten, hin und her bewegen und dann könnt ihr im Prinzip alles gucken. Und jetzt gehen wir zu der Handybenutzung. Da habe ich mal mein Handy abgefilmt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also, wenn man mit dem Handy ein 360-Grad-Video aufruft, dreht man das Handy einfach hin und her. Ich bewege es jetzt von oben nach unten, zur Seite, rechts und links und da braucht man noch nicht mal seinen Finger benutzen. Man kann das Handy natürlich auch auf Querformat stellen oder Hochformat, je nachdem, wie man es am liebsten hat und sehen möchte. Man kann das auch mit dem Finger machen, so wie ich es jetzt euch zeige. Dann dreht man das eigentlich nur hin und her, wie mit der Maus, nur in dem Falle mit dem Finger auf dem Touchscreen. Genauso, wenn man das jetzt auf dem Tablet macht, da funktioniert das ganz genauso. Auch auf dem Handy kann man die Qualität der Aufnahme einstellen. Und zwar gibt es da auch die Möglichkeit, oben an diesem Rädchen die Bildauflösung bzw. Die Qualität einzustellen. Und dementsprechend hat man dann, wie ihr jetzt seht, natürlich auch ein viel schärferes Bild. Normal werden die Videos erst einmal in einer relativ geringen Auflösung eingestellt und ihr dann zu Hause stellt euch die Videos dann auf die bestmögliche Qualität ein. Ja, und mehr ist es dann im Endeffekt auch gar nicht. An dieser Stelle möchten wir uns bei euch bedanken. Ja, ich hoffe, wir konnten eure Fragen klären. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!